Hallo liebe Zuschauer und herzlich willkommen in der Reiferbahn Sporthalle zum letzten Heimspiel der Regionalliga A-Jugend von Grün-Weiß Schwerin. Heute zu Gast der Buxtehude SV. Bei mir sind nun beide Trainer von Grün-Weiß Schwerin, Steffen Franke, und von Buxtehude SV, Carsten von Eitzen. Herzlich willkommen, schön, dass Sie da sind, sich zur Verfügung stellen für das Interview. Ja, sehr gerne. Ja, nun wollen unsere Zuschauer natürlich wissen, was erwartet uns hier. Was haben Sie sich vorgenommen für dieses Spiel? Ja, für uns hat dieses Spiel noch eine herausragende Bedeutung. Wir müssen aus dieser Partie heute mindestens einen Punkt holen, um sicher ohne fremde Hilfe den Klassenerhalt zu schaffen. Und genau das ist unser Ziel. Steffen, für uns ist nicht mehr so viel los. Es ist das letzte Regionalligaspiel heute. Was habt ihr euch vorgenommen? Wie wollt ihr gegenhalten gegen Buxtehude? Also wir wollen so lange wie möglich das Spiel offen halten. Das wird sehr, sehr schwer. Buxtehude hat sich top auf das Spiel vorbereitet. Die haben alle möglichen Spielerinnen aktiviert, um heute hier ihren nötigen Punkt zu holen. Ich denke mal, Carstens Ziel ist auch, 2 Punkte zu holen. Wir wollen, wie gesagt, lange wie möglich das Spiel offen halten. Wir wollen schnellen Ball spielen. Wir haben es im Hinspiel, denke ich mal, auch ganz gut gemacht, wo wir mit 3 Toren nur verloren haben. Eines unserer besseren Saisonspiele. Und wir wollen, wie gesagt, wir wollen Spaß haben. Für uns geht es eben halt nicht mehr um so viel. Und meistens spielt man ja ohne Druck besser als mit. Ja, ohne Druck besser als mit. Wie geht das Spiel aus? Ja, also wir hoffen natürlich, dass wir die Partie so mit 4, 5 Toren für uns entscheiden können. Letztlich reicht aber ja auch 1 Tor. Na, ich denke auch, das Hinspiel hat gezeigt, dass das Schweriner Team doch was zu bieten hat und wir schon alle Register ziehen müssen, um hier erfolgreich zu sein. Wie viele Register hat Schwerin zu gewinnen, um hier vielleicht was zu holen? Naja, ich denke, wenn wir bei 4, 5 Toren in das Spiel nur verlieren, dann ist es in Ordnung, weil da muss man sich nichts vormachen. Buxtehude ist Favorit und das werden sie auch zeigen. Ja, dann. Thank you.